Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Das Feld 48 haben wir fertig gedrescht. So, da können wir ja mal schnell die Presse anschmeißen. Dann kann er das bisschen pressen. Das ist der hier. Wir wollen von Anfang an anfangen. Hat den angefangen zu suchen. Okay. Dann kann die Presse mal alleine pressen. Mal gucken, ob sie das so alleine alles schafft. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie es schafft. So. Wir können mal den Drescher vom Feld holen. So, zack. Wie ist das gerade verpackt, ne? Warum zeigt er denn unten einen Trecker an? Das ist doch gar kein Trecker. So. Tanken wir den gleich ab. Das müssen wir, glaube ich, zum Schweinefutterproduktion bringen. Oder müssen wir gleich mal reinspringen, ob wir es dahin bringen müssen. Auf jeden Fall können wir den guten Kollegen jetzt mal schon, oh, das läuft doch, zum Maisfeld bringen, weil das Maisfeld muss auch fertig gemacht werden. So, unser Klaas, ne? Der hat schon ersten Dienst, guten Dienst hat er uns schon geleistet. Mal gucken, wie er sich jetzt noch mal den Rest des Maises anstellt. Da bin ich mal gespannt. So, dann wollen wir mal. Genau, hier rum, hier. Wow. So, dann müssen wir hier. Ah, ihr seht es, ey, so viele Ballen. Ich glaube, wir kaufen uns dafür das Ballenlager. Wow. Müssen wir mal hier den Ballen ausweichen. Da müssen wir noch die Wiese striegeln, ne, dass da alles weg ist, dass wir da alles gut hinbauen können. So, lassen. Eieieiei. So, steht das dann richtig rum? Ja. Wenigstens etwas. Wo kommt denn der da hin? Okay. So. Ah, geh. Genau. Ich glaube, jetzt ist er drauf. So, dann nehmen wir mal unser Maisgebiss mit. So. Und zack. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir ja glatt mal mit Feld 6 an, oder? Das ist so das größte Feld, was wir haben. Dass wir das auch demnächst gleich wieder neu bearbeiten können. So, es ist aber auch riesig. Fahren wir mal schnell hier rüber. Machen wir mal kurz. Moment. Aufklappen. Ah ne, der auf. Der auch auf. So, dann. Fangen wir mal kurz hier ein bisschen an. So. Feld 6. Aktuelle Fahrzeugposition. Dann machen wir mal 4 Vorgewände. Dann gucken wir mal, was sagt er denn? Das müsste eigentlich besser. Dann machen wir nochmal einen 5. Das mal an. Ja, das sieht doch gut aus, glaube ich. Da fährt er auch nicht unten rein. Die starten wir jetzt einfach mal einstellen. So. Und ich muss mal kurz zur Seite fahren, ne? So, dann würde ich erstmal sagen, dann machen wir vielleicht erstmal das Feld hier leer gleich, aber er fährt ja noch seine Kreise. So. Ladeprobleme. Zaun kommt gar nicht hinterher, seht ihr das? So. Na gut, das passt schon. So, wir wollten mal kurz gucken. Bauer Lürs. Da. Wir suchen. Falsch rum. Hier rum. Was ist denn drin?
beim Bauerlös. Weizen ist drin. Das reicht eigentlich. Dann können wir Mais, dann können wir. Wo ist er denn mit Weizen? Dann können wir den doch in eine Trocknung schmeißen. Den können wir in eine Trocknung schmeißen. So, komm her hier. Auskippen bitte. So, er kippt schon mal. Dann kann die Trocknung weitergehen. Ist da auch noch alles drin? Müssen wir auch mal gucken. Alles drin, Hackschnitzel sind drin, Weizen ist drin. Sehr schön. So. Dann können wir gleich hier rüberfahren. So, zack, du kannst hier bleiben. Du fährst. Dich haben wir noch, ne? Du kannst da dranbleiben. Dann nehmen wir dich jetzt mal schnell. GG. Wir müssen noch was striegeln. Können wir den kurz dran lassen. Das Gewicht von dem Frontlader. Der Striegel, glaube ich, hier draußen. Oh, das muss ich auch noch wegmachen. So, hier ist der Striegel. So, nehmen wir ihn mal gleich. Eine Runde. Schüpp. Kann man das eigentlich auch von hier aufmachen? Ich glaube nicht, ne? Ne, kann man nicht. Okay. Das wäre auch wahrscheinlich zu einfach, wenn wir das aufmachen würden. Da würde unser ganzes Korn noch rauskommen. So. Dann. Öffnen wir ihn mal kurz. Dann fahren wir mal kurz hier alles einmal kurz hoch und runter. So, senken. Aber wir noch kurz losfahren. Also die restlichen Sachen, die wir drauf vergessen haben, gleich mal nochmal wegnehmen. Nochmal kurz düngen eine Runde. Und dann können wir da vielleicht unser neues Ballenlager hinstellen. Da bin ich mal gespannt. Da müssen wir mal gucken. So, es sind so viele Ballen, ne? Es ist unglaublich, wie viele Ballen wir hier rauskriegen. Also, wir uns da richtige Halle hier hinsetzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es reicht auch, wenn wir uns dieses Tunnelballenlager mal kaufen. Das wollte ich immer mal testen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. So. Glaub, da müssen wir dann noch einmal hochfahren. Oder passt das schon? Ja, genau. Dann drehen wir gleich da unten. Alles voller Ballen. Ne? Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen, haben wir unseren Ballenladewagen. Den haben wir auch nur gemietet. Ich möchte gerne, dass den noch vor 0 Uhr zurückbringen, nicht, dass wir nochmal eine Miete zahlen müssten. So. Dann fahren wir jetzt hier nochmal lang. Nicht zu nah am Rand. Na, kommt er mit der Ballenpresse klar, wenn er rückwärts fährt? Müsste aber eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut da hinten aus. So. So, dann haben wir das Feld auch schon mal fertig. Das ist sehr schön. Aber wir müssen den Rest vom Heu wegkriegen, weil sonst kann ich da nichts platzieren. So. Dann müssen wir auch noch die Heuballen auch noch einlagern. Das wollten wir auch noch die Folge machen. Zurück.
So, wollen wir ja alles hier sauber haben, ne? So. Und dann gucken wir mal gleich. Irgendwie sind die Fenster da hinten nicht total verbuggt. So, auch weg. So, drehen wir jetzt mal einen Kreis. So, sehr schön. Dann können wir den wieder heben. Zusammenklappen. Dann bringen wir den gleich mal wieder weg. So. Ich stelle mal gleich wieder ab. Kann wieder gehen. Hier hast du mich gestört. So, die Schaufel, die brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Wow, das werde ich jetzt nicht. Ich stelle mal kurz hier ab. Dann nehmen wir mal unseren großen... Ballengabel. Ballengabelgerüst, ich weiß es gar nicht, wie man das genau nennen soll. Unseren großen Ballenspieß. Alter, Alter. Nehmen wir nochmal ein Gewicht sicherheitshalber hinten ran. So, gucken wir mal, wie hoch wir kommen. Ich glaube, so kommen wir da gar nicht, ne? Lass mal hoch. Wow. Geht noch mehr? Ne, das war's. Okay, 4 Stück auf einmal. Da bin ich ja mal jetzt gespannt. Wow. Ja, das sieht doch... Wow. Gut, 4 Stück ist echt, glaube ich, ein bisschen viel für unseren Kleinen. Aber das sieht doch gut aus. So, das können wir gleich hier daneben stellen. Oh Mensch, das lass uns daneben. So, zack. Dann die ersten 4 sind drin. Hm. Nehmen wir die davor jetzt einfach mal auf die Gefahr, dass es umkippt. So, einmal rum. Langsam, langsam. Das ist ja unser zweiter Schnitt dieses Jahr, das ist schön. So. Da kommst du mir auch noch vor, die sehen auch gut aus. Nein, sehen gleich aus. So. Dann bringen wir die letzten auch noch rein. Ja, Anschlag nach oben. Nicht zu schnell nach unten. So. Stellen wir gleich die nächste Rutsche einfach daneben. Weil ich glaube, mit unseren Strohballen kommen wir hier drin nicht weit. Wir könnten das natürlich da vorstellen. Die Maschinen raus, das wäre aber auch alles gut. Ja. Ah, wir bauen einfach was dahinter.
So, oh, lange schon, das ist sehr schön. Gut, dann kommst du gleich mal mit. Du kannst gleich mal mitkommen. Und zwar, du bist jetzt unser Ballenbeauftragter. So, und jetzt gucken wir mal. P. Ich glaube, das war unter Diverses. Was nicht? Platzierbare. Da waren sie doch. So, dann gucken wir unter mal. Da sind sie die. So, was ist das denn? 12,24 Meter lang? Ich glaube, das kann man da durchfahren oder ist das nur von einer Seite? Da sieht es offen aus. Wir machen das am besten mal so nah ran, wie es geht. So, und dann gucken wir mal. Ja, das hat doch was. Ja, das Gras ist nicht so schlimm. Hier können wir noch direkt raus. Hätte vielleicht noch ein Stückchen rangekommen, aber das ist doch okay. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, er hat sich festgefahren. Du bist natürlich voll, ja. Na komm, erstmal machen wir dich schnell. Oh, das war ein falscher Knopf. Ach, der sitzt auf dem Ballen fest, ne? Auf dem Ballen sitzt er fest. Ey, diese Ballen, ne? Jetzt echt doof. Ja, wir kommen zur Hilfe natürlich. Kommen wir denn hier schön rein? Haben wir gar nicht getestet, ne? Aber hier kriegen wir schön was rein. Das Gras stört auch nicht. Dann so, zu. Fast noch einer neben setzen, ne? Das ist okay, fast dran. Da kommt noch ein bisschen Luft dran. So, dann holen wir mal unseren guten Trecker aus dem. Ja, ist ja nicht mal im Deich unten. Der hängt einfach auf dem Ball. Oh, die sind ja gar nicht mehr zusammen. Ach, Mist. Schon, ja, sehr schön. So, dann nehmen wir dich mal da ab. Zack. So, wo ist er denn? Du kommst aber hier hoch, ne? Ja, das kriegst du hin. Schieb, schieb. So, aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt.
Wenn es euch gefallen hat, schaltet zur nächsten Folge ein. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Lasst ein Feedback da, Kommentare und ein Abo und ein Daumen, falls es euch wirklich gefallen hat. Das würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bei Burgrim RP. Tschüss.